Petra Schmidt, ich komme aus Miltenberg und ich bin holistische Gesundheits- und Ernährungsberaterin. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Und wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute zu dem Thema Histaminintoleranz für uns gewinnen konnten. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf, mein Wissen weitergeben darf. Vielen Dank erstmal. Frau Schmidt, was bedeutet eigentlich holistisch? Holistisch bedeutet ganzheitlich, den Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen. Also sprich Körper, Geist und Seele. Soll jetzt nicht spirituell klingen, sondern ist ganz einfach, du bist, was du isst, du bist, was du denkst und du bist, was du fühlst. Wir sind ja heute hier, um über das Thema Ernährung zu sprechen. Und wir werden ja immer wieder mit Unverträglichkeiten konfrontiert. Es gibt so viele verschiedene Arten von Unverträglichkeiten. Mit welchen Unverträglichkeiten haben Sie so im Alltag zu tun? Also zu mir kommen Menschen mit allen verschiedenen Unverträglichkeiten. Das geht einmal los mit einer Glutenunverträglichkeit. Die Menschen reagieren auf das Getreideprotein, Gluten. Dann gibt es die Sorbitunverträglichkeit. Das ist ein Zuckeraustauschstoff, der ist in verschiedenen Früchten enthalten, aber auch in Kaugummis, in Zahnpasta, Leitprodukten. Dann kommt eine Fructoseintoleranz. Diese Menschen reagieren auf Fruchtzucker. Dann kommt eine Laktoseintoleranz noch in Frage. Diese Menschen reagieren auf den Milchzucker. Und zu guter Letzt die Histaminintoleranz. Was können wir darunter verstehen? Also unter einer Histaminintoleranz versteht man, dass das anfallende Histamin im Körper nicht mehr abgebaut werden kann. Das heißt, man muss sich vorstellen, in unserer Darmschleimhaut sitzt ein Enzym, das nennen wir DAO. Und dieses Enzym ist dazu da, um zu viel anfallendes Histamin abzubauen. Wenn jetzt dieser Regelmechanismus nicht mehr stimmt, dann entsteht eine Histaminintoleranz. Was sind eigentlich so die typischen Symptome dieser Histaminintoleranz? Also typische Symptome gibt's gar nicht so. Es gibt so viele, dass es ganz schwierig war, in letzter Zeit immer eine Histaminintoleranz überhaupt zu diagnostizieren. Die Symptome fangen teilweise an von Hauterkrankungen, also das heißt Pusteln, Rötungen, kommt ganz stark raus. Dann geht es weiter über Schnupfen, Gliederschmerzen. Es kann Kopfweh entstehen bis hin zur Migräne. Dann kann vor allem ganz oft der Magen, der Darm reagieren mit Durchfall. Es gibt aber auch Blutdruckschwankungen und das Ganze kann bis hin zu Herzrhythmusstörungen führen. Und wie kann man eine Histaminintoleranz feststellen? Ja, aber das ist ganz einfach beim Hausarzt, wenn man die Vermutung hat oder wenn man diese Symptome schildert. Normalerweise kann man dann einen Stuhltest machen lassen oder auf jeden Fall auch einen Bluttest. Und worauf müssen Betroffene da besonders drauf achten? Jetzt Ernährung, der tägliche Umgang? Also wichtig ist, dass die Menschen mit einer Histaminintoleranz natürlich Nahrungsmittel, die Histamin enthalten, weglassen. Dann gibt es auch noch Nahrungsmittel, die kein Histamin enthalten, aber im Körper die Histaminausschüttung anregen. Und darunter gehören zum Beispiel die Erdbeeren, was oft ja, ein gutes, gesundes Ernährungsmittel ist oder Lebensmittel ist. Und da möchte ich jetzt noch ganz speziell auf den Weizen nochmal eingehen. Also in der Vergangenheit hat man festgestellt, dass Menschen mit einer Histaminintoleranz auch den Weizen nicht vertragen. Und jetzt weiß man aber, dass der Weizen kein Histamin enthält und auch die Ausschüttung im Körper nicht anregt. Man ist noch am Forschen, woran das liegen kann. Und man hat jetzt eine Vermutung. Und zwar wurde in den neuen Weizen ein Insektengift hineingezüchtet. Und man vermutet, dass histaminintolerante Menschen auf dieses Insektengift reagieren. Mhm. Mhm. Das ist aber eine Vermutung. Vermutung. Ja. Was aber dann auch wiederum bestätigt, dass altes Getreide sehr gut vertragen wird und darunter ist dann auch der Dinkel. Also dieses Urgetreide. Dieses Urgetreide wieder, genau. Mhm. Und das wird ja dann ganz gut vertragen. Frau Schmidt, warum gibt es
in den letzten Jahren vermehrt Intoleranzen? Oder haben wir nur den Eindruck aufgrund der Medien, dass jetzt dieses Thema Intoleranzen so hoch poppt? Es kommt jetzt schon vermehrt vor. Dazu muss man wissen, dass Intoleranzen nicht von heute auf morgen sich entwickeln, sondern die brauchen oft Jahrzehnte, bis sie entstehen. Da muss man wieder zurückblicken auf die letzten 20, 30 Jahre, unseren Lebensstil mal anschauen. Wir waren auf der Überholspur, sage ich immer. Zu viel Stress, zu viel industriell verarbeitete Nahrungsmittel. Das kommt alles zusammen und es baut sich dann langsam auf. Und somit entstehen dann im Laufe der Jahrzehnte diese Intoleranzen, die dann vermehrt jetzt zum Vorschein kommen. Aber unser Fokus ist ein Glück schon wieder etwas mehr auf Gesundheit, auf gesunde Ernährung fixiert. Und dadurch werden auch diese Intoleranzen schneller und besser diagnostiziert. Wir essen wieder bewusster. Wir essen auf jeden Fall wieder bewusster, genau. Vielen Dank, Frau Schmidt, dass Gerne. Sie heute bei uns zu Gast waren und dass Sie uns einen interessanten Einblick gegeben haben. Immer vielen wieder. Dank. Dankeschön, ich danke auch.